Die zweite Sache ist Trockenfrüchte. Die dritte Sache mache ich mal zuerst zum Minimalismus oder Minimalism Game Challenge, wie auch immer. Vor 4 Tagen habe ich dann meine 10 Kartons voller PC-Hardware alle dokumentiert in einem Gesamtkatalog. Das waren ungefähr 600 Teile, habe ich 3 Tage für gebraucht. Habe ich aber alles direkt hintereinander gemacht. Habe die ganzen Bezeichnungen dokumentiert und Beschreibungen zu verfasst. Habe es dann als Gesamtkatalog in ein Forum hochgestellt, was halt so ein, ja, das ist das Forum, was eigentlich am meisten an diese Hardware gekoppelt ist. Das sind halt alles so Leute, die auch genau auf diese alte Hardware, diese besondere Hardware, die es auch fast nirgends, also zum größten Teil nirgendwo zu kaufen gibt, auch nicht bei eBay, vielleicht mal alle 1, 2 Jahre auftaucht. Teile davon tauchen nie wieder auf, sind so wertvoll und so selten, obwohl ich es trotzdem nicht zum Sammeln benutzt habe. Das sind halt dann halt Gleichgesinnte, die damit halt am meisten anfangen können, das auch wertzuschätzen wissen, obwohl das bei eBay eigentlich zu ähnlichen Preisen weggeht, aber da kann ich dann halt den Gesamtkatalog anbieten, wo dann auch Leute halt mehrere Sachen auf einmal kaufen, da muss ich nicht so viel verschicken. Das ist der große Vorteil, weil das sind halt 600 Teile gewesen. Nicht alle dokumentiert, ich kann ja nicht 600 Teile einzeln verschicken. Das würde ja 100 Milliarden Jahre mindestens dauern. 0,34 Pi, irgendwas. Und der andere Vorteil ist, dass diese Leute halt dann Gesamtpakete halt bestellen können, sodass sie sich halt dann nicht ärgern, wenn ich das halt alles nacheinander erstmal dokumentieren und reinstellen würde, dass die dann halt öfters Versandkosten zahlen müssen. Ja, und am ersten Tag, wo ich es reingestellt habe, direkt habe ich dann für 600 € Sachen verkauft, obwohl ich ja noch bis Sonntag warte, weil ich erstmal alle Bestellungen sozusagen sammle. Und das sind erstmal keine Bestellungen von den Leuten, sondern halt Wünsche, was sie sich davon wünschen, weil ich es halt nicht mag, dieses der Erste, der kommt, der mal zuerst. Und deswegen will ich halt auch den anderen Leuten eine Chance geben, die halt nicht so Online-Junkies sind, sage ich mal, jeden Tag online sind. Und dass ich dann halt erstmal eine Woche sammle und das dann irgendwie gucke, ob man das regeln kann, dass sie sich untereinander einigen und wenn das nicht stattfindet, dass das dann so eine Art Auktion wird. Und wenn das auch nicht funktioniert, das also, sage ich mal, nur maximal 1 €, ich will euch jetzt auch nicht mit Details langweilen, aber wenn es zum Beispiel so maximal 1 € dann gesteigert wird, dann hat es auch nicht funktioniert, dann kriegt der Erste das, der dafür angeworben hat sozusagen. Ja, wie gesagt, 600 Teile habe ich 3 Tage einfach alles ausgemistet. Deswegen konnte ich jetzt nicht diese Regeln des Minimalismus-Game machen, dass man am ersten Tag eine Sache ausmistet, am zweiten Tag zwei und so weiter bis zum Tag 30. Dann hätte man, keine Ahnung, wie viele Teile, 200, 300 Teile. Ich habe jetzt einfach in 3 Tagen 600 Teile gemacht. Habe dann die ganzen 10 Kartons virtuell weg irgendwann, also zumindest habe ich die jetzt geistig schon mal noch mehr weg, weil ich die jetzt alle da reingestellt habe. Am ersten Tag, wie gesagt, 600, für 600 € schon eine Bestellung eingegangen. Weiß nicht, wie viele Teile das waren, aber der Gesamtwert habe ich ausgerechnet, ist überschlagen 2.200 €. Also ist das schon ungefähr ein Viertel mehr als ein Viertel, was am ersten Tag weggegangen ist, virtuell gesehen. Das zum Minimalism Challenge finde ich sehr cool, dass ich dann auch, weil ich hab jetzt halt ein bisschen Schulden gehabt. So 300 €, obwohl ich auch noch der NRW-Bank 500 zahlen muss, aber das mache ich dann in den nächsten 1 bis 2 Monaten. Das ist noch vom Studium von vor 5 Jahren oder so, wo es noch Studiengebühren gab hier. Habe trotzdem weniger Schulden als meine Eltern, die haben, weiß nicht, ein paar 100.000 € Schulden oder sowas. Ja, und ja, obwohl ich deutlich weniger arbeite, also die arbeiten den ganzen Tag.